Hallo ihr Lieben, heute ist Schrauben angesagt. Ich habe mir einen neuen Unterbodenschutz bestellt, weil der originale dann doch ein bisschen, ja, das ist einfach nur ein Stück Plastik und der geht auch nur bis hierhin. Hier vorne ist kein wirklicher Schutz. Und ja, ich habe mich jetzt für einen entschieden von SW Motech. Der ist deutlich größer. Schützt hier eben auch noch vorne mit und war jetzt nicht so günstig. Ich habe 260 Euro dafür gezahlt, aber ich hatte zuerst einen anderen bestellt von Motea. Der hatte nur 85 Euro gekostet, aber der hatte nicht gepasst. Und ja, deswegen Motea, ich bin da auch echt nicht zufrieden mit, muss ich sagen. Ich habe da schon mal was geholt und die haben nie eine Montageanleitung dabei. Der Anfang sah erstmal vielversprechend aus. Ich habe die Halterung von dem Originalmotorschutz entfernt und dann die Halterung von Motea anmontiert. Das Lochbild hatte gepasst, also hier war ich erstmal zuversichtlich gewesen. Doch ein wenig später ging dann das ganze Dilemma los. Ich habe mich wirklich geärgert, dass nirgendwo eine Montageanleitung zu finden war. Man erreichte auch den Support nicht. Ich habe auf die Schnelle nichts gefunden, nur einen Chat, wo man chatten kann mit denen. Aber ich habe keine Telefonnummer oder irgendwas gefunden, wo ich jemand hätte anrufen können. In der nächsten Sequenz zeige ich euch gleich, was die Problematik war. So, da hinten passt das Teil, dieser Adapter. Hier vorne. Aber null. Ich habe viel zu viel Abstand, um die Schrauben hier reinzubekommen. Das Lochbild passt, aber ich komme nicht näher ran. Und das Ding ist zu kurz, es müsste viel weiter bis hier runter gehen. Nix gut. Hier ist jetzt alles dabei, Montageanleitung mit QR-Code, einfach auf dem Handy. Deswegen denke ich, dass das hier passen sollte. Wie gesagt, der von Motea hatte leider nicht gepasst. Ich werde es jetzt ausprobieren, werde das anschrauben und ja, nehme euch da heute ein bisschen mit. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, hier ist der alte Motorschutz, den werde ich jetzt erstmal entfernen und wegschrauben. Und ihr seht es ja, der geht eben nur bis hierhin. Der bietet jetzt nicht so viel Schutz, das Originalteil von BMW. Und das ist auch nur Plastik. Erster Schritt ist, wie gesagt, das alte hier entfernen, den Original-Motorschutz. Das sollte mit 4 Schrauben machbar sein. Letzte Schraube. Und da ist das gute Stück. So sieht das aus. Hier nochmal deutlich erkennbar der Unterschied von dem Original-Motorschutz und dem neuen Teil jetzt von SW Motech. Als nächstes müssen jetzt auch noch die Halterungen entfernt werden, an denen der Motorschutz angeschraubt war. Das sind auch jeweils 2 Schrauben pro Halter. Einer. Und der zweite. Das war's schon. Jetzt kann ich schon die neuen Teile dran schrauben. Also der hintere Halter wird hier mit 3 Schrauben befestigt. 2 haben hier so eine Abstandshülse und die dritte ist hier. Ich habe es jetzt erstmal nur angesetzt. Das ist jetzt ein Halter quasi, der hintere. Ich werde die Schrauben jetzt ein bisschen leicht anziehen und dann mache ich den zweiten Halter dran. Den da hinten habe ich noch ein bisschen locker gelassen. Das steht so in der Anleitung. Der hat ein Langloch, die eine Schraube, und deswegen wird man den wahrscheinlich noch brauchen, wenn ich gleich das Teil ranmache, um das Ganze passend zu machen, dass die Löcher richtig reinpassen, und dann kann man das am Ende festziehen. Deswegen sollen die 3 Schrauben hier jetzt erstmal nochmal locker bleiben. Ich montiere jetzt den zweiten Halter. Der hat auch wieder Abstandshülsen, wird aber diesmal nur mit 2 Schrauben festgemacht. Und die ziehe ich jetzt an. Nehme mal noch die zweite Schraube. Okay. Der ist fest. Jetzt muss man als nächstes hier diese Gummitüllen da reinmachen. Es sind insgesamt 6 Stück. Und in diese Gummitüllen kommen dann diese Distanzhülsen. Jo, das geht recht easy. Die Anleitung ist echt auch super cool, muss ich sagen. Einfach verständlich. So, ich denke, das Prinzip ist klar. Ich mache das jetzt noch bei den 4 weiteren hier. Ich glaube, das brauche ich euch nicht zeigen. Jetzt kann der Schutz schon angeschraubt werden. Ich brauche nur noch anderes Werkzeug. Man braucht Imbus und eine 10er Nuss. Bei den Imbus braucht man einmal 5er und einmal 6er. Na, dann wollen wir mal. Das ist tricky, wenn man das alleine macht. Am besten habt ihr im Vergleich zu mir Freunde. Dann kann euch jemand helfen beim Halten.
Hier unten sind jetzt nochmal drei Aussparungen, um den hinteren Halter nachträglich eben festzuziehen, damit man anfangs noch ein bisschen Spiel hat. Beim Einfädeln sollte man die locker lassen und jetzt kann ich die da hinten festziehen mit den drei Aussparungen dort. Sehr cool gemacht. Werkzeug wechseln. Fünfer war für außen und der Sechser gleich dann innen. So, ein bisschen hier reingucken. Jo, Treffer. Sieht gut aus. Andere Seite. Auch gut. Noch fest, kommt ab. Und die letzte. Perfekt. Das war's. Motorschutz ist fest. Sehr geil. So einfach hätte es gehen können. Bei Motea war es, wie gesagt, kompletter Scheiß. Keine Anleitung dabei. Ich habe selbst versucht, aber irgendwie haben genau diese Abstandshülsen gefehlt, die eben hier dabei sind. Um das abschließend nochmal ganz deutlich zu sagen, das hier ist kein Werbevideo für SW Motech. Es gibt sicherlich noch andere Hersteller, die gute Motorschutzprodukte anbieten. Vielmehr ist es eine klare Anti-Werbung sozusagen für Motea. Also ich persönlich werde mir kein Produkt mehr von der Marke holen. Ich war jetzt zweimal unzufrieden damit, zweimal enttäuscht. Für mich passt es einfach nicht, auch wenn die auf den ersten Blick erstmal günstiger sind. Der Ärger mit dem Rückversand ist es mir dann doch nicht wert. Dann nehme ich lieber gleich etwas mehr Geld in die Hand.